ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, bei FC waren einfach, jetzt hier gegen AC Mailand gespielt, da gab es einfach diese Cam vom Spiel selber, die am Trikot befestigt war. Ich muss euch das mal zeigen. Hier. Ich fand das so krass, Mann. Die haben das einfach so aufgebaut, dass du, oder aufgebaut, die haben es einfach so installiert, dass du im Trikot so eine Kamera hast, Mann. Du kommst alles mit, was die Spieler reden. Stimmung der Fans und das, was ihr seht, das ist wirklich so das, was du auf dem Platz mitbekommst. Ne? Ich sag, diese Idee, wenn man das durchkriegt und so, ist brutal. Da hat jeder Fan mal so das Gefühl, wie ist es auf dem Platz zu sein, was reden die Spieler eigentlich auf dem Platz. Muss das bei jedem Spiel sein. Ich finde das jetzt so einmal bei so einem besonderen Spiel oder so ist, oder jetzt auch so ein Testspiel, kannst du es zeigen. Aber sagen wir jetzt mal, es ist Köln gegen Leverkusen. Und irgendein Spieler von Köln hat das, hat die Kamera am Trikot und Köln verliert 3-0, dann will FC das ja auch nicht hochladen. Deswegen finde ich schon gut, dass sie das jetzt so im Testspiel einfach mal zeigen, so, dass Zuschauer auch so die Idee bekommen, okay, das, so läuft es auf dem Platz, so sieht das aus, weil ich finde das schon echt sehr nice, wie das gemacht hat. Du kommst einfach alles mit, Mann. Wie die Leute freilaufen aus der Perspektive, guck mal, das ist das, was ich immer sage, du bist auf dem Platz. Das ganze Drumherum, während du spielst, bekommst du ja gar nicht mehr mit. Aber dann, wenn ein Tor fällt, und es muss überlegen, es ist ja ein Testspiel, ist jetzt nicht, es geht um, keine Ahnung, irgendeinen Platz in der Liga oder so, sondern ein Testspiel. Das ist schon geil, muss man wirklich sagen.